Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Wie ihr schon an diesem Hintergrund seht, geht es heute um Harry Potter. Und zwar um ein Thema, das wahrscheinlich noch nie in den Büchern, was heißt wahrscheinlich, es wurde noch nie beantwortet. Und ich will dieses Thema mal heute beantworten. Und zwar geht es heute um einen Namen. Und um keinen geringeren als den Halbblutprinzen von unserem Oberteufel Severus Snape. Viele spekulieren, dass der Name von seinem bleichen Aussehen, also dass es quasi ein Halbblut ist und der Prinz einfach so, dass er sich selber als Prinz sieht, das stimmt nicht richtig. Beziehungsweise nicht ganz. Das stimmt gar nicht. Sein Vater, Tobias Snape, war ein vollblütiger Zauberer. Seine Mutter, Aileen Prince, war eine Muggelabstämmige. Somit ist Snape, also Severus, ein Halbblut. Jetzt fehlt nur noch das Prinz. Wie kommt das Prinz in den Namen? Ganz einfach. Snapes Vater war nicht sehr, ich drück's mal vorsichtig aus, nett in seiner Kindheit. Und so dachte sich Severus, eigne ich mir lieber als Spitzname quasi, als meinen Namen, den Namen meiner Mutter an. Und so kam es, dass es nicht wie die der Königsfamilie, der Prinz, der König, der Prinz, der Sohn des Königs, Prinz, sondern der Nachname seiner Mutter, Prinz, angeeignet hat. Und so kam es halt zu diesem Namen, Severus Snape, der Halbblutprinz. Ja, das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, der eine oder andere hat was daraus gelernt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde sie dann vielleicht beim nächsten Video beantworten. Und ich würde mal sagen, haut rein, Freunde. Ciao.